Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt hier in Train Team World. Wir sind ebenfalls wieder auf der Rheinstrecke unterwegs, aber diesmal mit dem Karlsruher Kopf und fahren von Mainz nach Koblenz, zumindest Teil 1. Wir fahren da bis Bingen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und machen unseren Triebkopf mal bereit. Machen die Türen hier mal auf. Richtungswender nach vorne. Das machen wir hier mal an. Und geben da vorne mal Koblenz ein. Da, Koblenz. Und Bremse tun wir lösen. Dafür tun wir die direkte Bremse mal kurz anlesen. Und PZB machen wir an. PZB, wo bist du? Da. Wunderbar. Signalleuchten, Schlusslicht. Nein. Signale, Spitzensignale. Leuchtung braucht man eigentlich nicht. Okay. Den kennen wir ja grundsätzlich hier schon. Da ist ja nichts Neues. Außer man hat das die Oldenburg-Strecke noch nicht. Und erstmal eine kleine Kontrolle draußen. Lichter sind da. Koblenz steht da. Alles klar. Die Leute haben wieder Spaß beim Aussteigen. Und die Lok hinten ist die 110. Das, was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin mit der mal so ein kleines Stück gefahren, ist einfach der gleiche Sound wie der 103. Also ich meine, das Anfahrgeräusch ist leicht anders, aber ansonsten hat die 103er den Sound der 110, beziehungsweise umgekehrt. Da steigen viele Leute aus, anstatt dass sie einsteigen. Habt ihr alle Angst, mit mir mitzufahren? Kann ich verstehen. So. Ich mache hier noch einen Screenshot. Irgendwie so. Und dann machen wir die Türen zu. Wunderbar. So, Bremsen lösen. Und dann würde ich sagen, los geht's. PZB ist scharf, das gefällt mir. So, dann schauen wir, dass wir hier mal auf Geschwindigkeit kommen. Oh, aber... Ah, jetzt hat er hier schon... Es ist der gleiche Bug wie in Oldenburg. Das kann es jetzt nicht sein, oder? Dass die Zugzielanzeige einfach wieder zurückspringt. Also wenn es dann nochmal tut, dann lass es einfach aus, weil ich will ja nicht ständig nachdrehen. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, wettertechnisch habe ich erstmal gesagt, wir sind hier Sommer, klares Wetter, damit wir die Strecke auch mal bei schönem Wetter sehen. So, hochschalten, bitte, danke. Sonne blendet. Es ist jetzt schon wieder weg. Wieso? Duffel Games. Ihr habt einfach kein Quality Control. Manchmal den Sonnenblendentest machen, ob man den draußen sieht. Ja, sieht man. Oh, ein bisschen mehr Leistung. Meine Damen und Herren, nächster Halt Mainz-Mombach. Bahnsteig 2, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, 1,3 Kilometer. Dann schaue ich mal, dass ich hier den Halt nicht verkacke. Und eigentlich schon mal auslaufen lassen. Hey, Leuchtballertest funktioniert auch hier nicht. Cool. Gemeinsamkeiten. Warum geht jetzt der Scheibenwischer an? Alla.
Bleibst du jetzt aus? Das kann's doch nicht sein. Ich habe den Schalter dafür überhaupt nicht berührt. Bevor einer fragt, ja, ich habe den Raydriver kalibriert. Aber den Raydriver nutze ich jetzt auch nur für die Bremse und sonst gar nichts. Weil die Schaltung mit dem Raydriver beschissen ist. Ah, das war schon ein bisschen zu viel gebremst. Na gut. Details. Das Bremsgeräusch. So, dieser Scheibenwischer, der ist mir jetzt im Weg. Wo ist der Schalter dafür? Instrumentenbeleuchtung. Passiert sehr viel. Muss ich das jetzt mit dem Raydriver machen? Na? Komm. Bleib jetzt, Alter. Bleib aus. Türen verriegeln. Ah, shit. Hätte nicht die Bremsen vorher schon lösen sollen. Okay. Gib Schmackes. Können Sie mal den Sound von der Lok hier hinten geben? Da kommt der Lüfter. Wir müssen bei schnellerer Fahrt noch mal ein bisschen reinhören. Budenheim. Ja, nicht, dass ich hier zu viel Leistung reinschmeiß. Warum gehen die Sachen hier nicht? Echt schade. Sun, PCB, SIFA, Scheibenwischer, Scheibenwischer rechts aus. Rot aus. Der geht auch nicht, oder man sieht es jetzt momentan gerade nicht. Ich sehe da keinen Unterschied, müssen wir bei der Nachtball fahren. Ach, da wäre die SIFA zum Ein- und Ausschalten. Ah, wir können schneller fahren. Ganze 140. Foto. Schauen wir da hinten aus. Ja, die Wagen sind lauter als wie die Loks selber. Naja. Auslaufen. Da bin ich jetzt ein bisschen zu spät dran. So, geh auf die Null. Dankeschön. Oh, oh, das glaube ich, könnte ich jetzt verkacken. Dann kann man so abartige Bremsen hier. Und Bremse, Bremse, Bremse. Also ich weiß nicht, die Bremsen sind schon echt heftig. Ein bisschen zu heftig, finde ich. Ich kann nicht vorstellen, dass der einen echt so schnell runterbremst. So, bitte anhalten. Tür auf. Dann kann ich doch mal offen lassen.
damit ich schneller rausjumpen kann. Alter. Ist das so ein Ding, was man hier machen kann? Tatsache! Kuckucksuhren aktivieren. Okay. So, gehen wir da rein. Zu hier. Geil. So, Tür zu. Bremsen lösen. Nächster Halt. Ulaborn Bahnsteig 2. Zusatzbremse wird bei nicht benutzten Führerstand in Lösestellung liegen. Okay. So, mehr Schmacke SPD. Oh, das reicht erstmal. Wieder ein Schlückchen vom guten Tee. So muss das. Ja, gerne natürlich dann eure Meinung zu den Modellen und der Strecke hier. Weil die Strecke jetzt hier, ja, sieht okay aus. Felswände wäre noch interessant, wenn wir die jetzt ohne Schnee sehen. Aber ich bin enttäuscht, dass der Tippkopf genau die gleichen Bugs hat wie der von Oldenburg. Und warum man sowas halt einfach nicht beheben kann. Das ist halt für 44 Franken, was das Ganze hier kostet. Enttäuschend. So, komm, bremse runter. Das sieht ja mal nicht so schlecht aus. Passt zwar nicht ganz, aber soll mal gelten. Haben wir da vielleicht irgendwelche Sachen, die wir machen können? Hier drin vielleicht? Nö. So, dann steigen wir halt wieder ein. Und ich habe zwei da hinten etwas. Bei Ihnen alles klar? Ja, wird schon passen. Sieben. Ah, okay. Sind ja gut in der Zeit. Tür zu. Abfahrt. Tja, liebe Autofahrer, werdet ihr doch lieber mit dem Zug fahren. Der hat so seine Probleme. Ah, oh, wer fährt? Ah, oh, da ist die Kuckucksuhr. Da vermutlich ein Poster, das man auch noch irgendwie anbringen kann. Nächster Halt, Heidesheim. In knapp 3 Kilometer. Habe ich auch diese Fahrt ohne Zwangsbremsung geschafft. So,
Wunderbar. Noch 2 Kilometer. Grüne Fahrt. Ja, sieht schon okay aus. So, einmal auslaufen lassen bitte. Ja, wobei, aus. Wir müssen bremsen. Wir müssen viel bremsen. Aua, aua, aua. Ah, ich hab schon wieder die nächste Kugel so gesehen auf der linken Seite. Schön so platziert, dass ich da nicht rankomme. Das ist mindestens nicht, wenn ich halbwegs pünktlich fahren will. So. Wo ist die Lok hier hinten? Kann ich das vielleicht auslösen, wenn ich so rangehe? Nein, ich komme hier nicht ran. Schade. Und wenn ich die Freikamera mache? Na toll. Würde er nicht werten. Schade aber auch. Ah, wollen Sie einsteigen? Ich bremse vielleicht ein bisschen abrupter, aber ansonsten soll es passen. Ah, was? Liebe Regio AG Frankfurt. Man kann den Bremsmodus ändern. Ach was. Und Absperrventil funktioniert. Oh. Okay. Bei dem habe ich noch keinen Plan, wie man das richtig einstellt. Das darf mir gerne mal jemand erklären. Aber interessant, dass es funktioniert. So, machen wir die Türen wieder zu. Und Abfahrt. Ach, das hätte ich jetzt nicht mit dem machen sollen. Einen Moment. Oh, da ist ein Hauptschalter geschmissen. Geil. Das hat funktioniert. Hauptschalter, wo bist du? Hauptschalter. Bin nicht überzeugt. Aber warum hast du jetzt keinen Sound mehr? Doch hast du, aber der ist relativ leise. Oh, mein Herz aber schalten. Kommen. Mein Kollege. So, 20 scheint eigentlich ganz okay zu sein. Vielleicht noch ein bisschen nach unten. Sind wir halt voll auf Anschlag. Oh, Scheiße, nein!
Nein! Es war so klar. Ah, shit. Ich hab's übersehen. Weil ich da unten rumgespielt hab. Mann. Und ich hab mich so gefreut, dass ich jetzt mal sagen hätte können, ich hab zwei Fahrten hintereinander gemacht, ohne PCB-Zwangsbremsung. Ach, so ein Shit. So, möchtest du dich wieder erholen? So eine Scheiße. Ja, das war's mit pünktlich fahren. Ja, danke schön. Bitte lösen. Ja, ein bisschen haben wir noch drin. Es soll abschalten. Ah, shit. Was ist das da eigentlich? Ach so, okay, Lüftung. Zu einer Gemeinheit. Was denn? Ich hab doch gedrückt gehabt! Was? Alter! Es ist jetzt nicht wahr. Das war jetzt unfair. Ich hab gedrückt. Oh Mann! Komm, löse dich. Gott. So ein Arsch. So. Komm mal bitte. Echte Gemeinheit. Oder was? Jetzt habe ich die Beschränkung auf 40. Ja, es geht leider auch nicht mehr. Okay, dann fahren wir halt mit 40. Jetzt bringt aber nur noch 80. Ah, 85. Ja, ein paar Fahrstufen gehen halt schon hoch. So ein Shit. Bitte einmal auslaufen lassen. Meine Damen und Herren, wir erreichen Ingelheim am Bahnsteig 2 mit einer Verspätung von 3 Minuten. Und dafür ist der Lokführer. So, oder lei. Da werden wir. Just in case. Oh, ich glaube, ich habe da eine Aktivität gesehen. So, wieder einmal anhalten. Muss mal schnell nach hinten laufen.
Ich weiß, das macht es nicht besser mit der Verspätung. Wo war das? Ne, das war's nicht. Das ist da, glaube ich. Ja, okay. Weil ich sammle es eh nicht, aber wenn ich es halt gerade schon mal sehe. Schönes Bahnhofsgebäude. Muss man den Leuten nicht schon lassen. So, einsteigen. Türen verriegeln. Kannst du haben. Bremsen lösen. So, hier blinkt nix. Ah, ich wünschte, man könnte das hier wirklich ein bisschen heller machen. Damit es vom Kontrast schöner ist. Jetzt einfach immer zweimal. Gau Algesheim. Moin, Kollege. Jo. Mehr Schmackes, bitte. Sehr unmöglich, das jetzt wieder reinzufahren. Der kurzen Distanz. Naja, Hauptsache wir haben Spaß. Ich glaube, wir können schon wieder auslaufen lassen. Just in case. Mal wieder gedrückt. Die neuen Triebwagen sind halt schon ein echter Luxus, was das betrifft. 150, just in case. Denn doch. Da wären wir da. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Alter, wie sind der die Treppen jetzt gerade raufgegangen? Habt ihr das gesehen? du. Echt? Du willst, dass wir da wirklich bis nach vorne fahren? Da ist ein bisschen grün hier. Also das ist jetzt die neue Bio-Variante. Aber ich glaube, ich wäre eher da vorne stehen geblieben. Jetzt wieder hinten. Schaut ein bisschen fertig aus, diese Signale. Naja, aber so Haltetafeln hat es hier auch keine. Na egal, dann gehen wir hier mal wieder rein. So, zumachen, Bremsen lösen. Bingen, Gausheim, Bahnsteig 1. Ich wette mal, wenn man diese Uhr irgendwo bei sich hätte, dann hätte jetzt einen guten Sammlerwert. Würde ich mir irgendwo hinstellen.
Sehr nice. Wo geht's denn da oben hin? Das sieht auch gut aus. Machen wir das mal kurz so. Screenshot time. Ja, also auch ohne Schnee sieht es eigentlich ganz okay aus. Die Landschaft da. Also Strecke an sich. Ich würde sagen, wir den Daumen nach oben geben. Die Detailsignalprobleme, was man in den Bewertungen gesehen hat, kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Und eben das mit dem WÜ. Aber rein so landschaftlich ist schon okay. Da kann man schon ein paar nette Szenarien machen. Wenn man sich dann die Strecke dann eh auch in Dosen geben sollte, weil irgendwann hat man es dann einfach mal gesehen. Aber das hast du bei jeder Strecke. Ja, immer schön abwechseln. So, auslaufen, bitte, danke. Just in case. Bremsen. Ist so giftig. Ihr seid auf dem falschen Bahnsteig. Müsst zu mir. Mal sehen, ob es hier irgendwo ein Collectible gibt. Muss ich gerade auf. Ja, natürlich da hinten wieder. Hätte ich eigentlich hier stehen bleiben können. wieder schön verbremst. Ah, jetzt sogar zwei. Einmal das Plakat. Und die Kuckucksuhr. Moin sehen. Ich glaube, wir könnten schon stehen bleiben. Oh, kein Quietschi-Quietschi? Okay. So, bitte schön einsteigen. Oder rausfliegen, je nachdem. Yay, steigen sogar ein paar Leute ein. Was man halt einsteigen nennen kann. Ist halt auch nicht der geilste Bahnsteig hier, ne? Dass hier die Stufen hast. Naja, musste man heute sportlich sein. Ziel erfüllt. Bingen, Bahnsteig 2. Ich glaube, für das Szenario ist das unser Endbahnhof. ...3,3 Kilometer. Bring mal hin. Wo wir genau jetzt da sein sollten. Die 103. Moin. Wenn ich so drüber nachdenke, ein paar mehr Dampflokomotiven wären eigentlich nicht schlecht. Vor allem amerikanische Dampfloks. Also sieht zum Beispiel die Challenger oder die Big Boy. Aber ich glaube, da haben sie eventuell Angst davor, das Ganze zu simulieren. Das sind doch sehr komplexe Dampfloks. Aber cool wär's. Würde ich mir auf jeden Fall ansehen. Und dann, keine Ahnung, richtig schweren Güterzug, Doppeltaktion über den Sherman Hill. Boah, das wird Laune machen. Oder vielleicht die BR01. 23er wäre auch nicht schlecht. Vielleicht mal was Deutsches.
auch eine 103. Seid ihr im Konvoi unterwegs oder was? So, drei. Meine Damen und Herren, nächster Halt, Bingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Glaube ich. Mal sehen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich auf ein rotes Signal hinfahren. So rein theoretisch. Ich soll vielleicht bremsen. Aber nicht so heftig. Hätte ich mal Zeit lassen können. Es war mal wieder zu schnell. Ja, der Triebwagen. Ah, beziehungsweise der Steuerwagen. So, Entschuldigung. Der Triebwagen hat ja keinen Antrieb. Den komme ich noch nicht ganz so zurecht. Haben wir hier auch irgendwo Goodies, die in Sichtweite sind? Ja, vermutlich irgendwo weiter vorne wieder. Und auch, wir haben eine leichte Verspätung. War nur eine leichte. So, anhalten. So, wo ist die Kuckucksuhr hier? Sehe es gerade nicht. Oh, mit der freien Kamera. Sofern sie überhaupt eine hat. Da ist sie. Also falls sie jemand sucht. Da beim Stellwerk. Oh, alles schwarz. Kann man nicht reingucken. Es ist eigentlich noch ein nettes Detail. Cool. Steht er da immer noch? Jetzt so. Doch nicht unser Endhalt. Und dann? Oh, komm. Schalt mal hoch, bitte. Dankeschön. Ja, sehr gut. Dann fahren wir doch noch weiter. Einfach mal zweimal drücken. Bingerbrück Bahnsteig 103. Das klingt, als wäre es ein bisschen abseits. Oder 103 Stumpfgleis. Und Stumpfgleis. Justin Gaze. Noch das Signal. Alles klar. Keine Zwangsbremsung jetzt. Ja, das sieht noch Stumpfgleis aus. Gesperrte Gleise. Gerade eine ganze Gruppe da hinten. Okay. Existieren die heute noch oder ist es hier abgerissen worden da hinten?
doch nicht Stumpfgleis. Nee, ganz normaler Bahnsteig hier draußen. Okay, hätte nur gedacht, so wegen der Nummer her. Nee, 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 der 500er gibt mir keine Zwangsbremsung. Dich habe ich gesehen. Ah, da kann man Szenario starten hier. Ey, ihr habt das ja noch nie genutzt, ne? Das war ja eher was fürs freie Spiel, ne? Dass man hier was starten kannst. Aber hat das jemand von euch, jemand wirklich aktiv genutzt? Oder nutzt es halt, ja, immer noch? Ich hab das vielleicht ein, zwei Mal gemacht, aber... Was ist mit dir? Geil. Ja gut, und dann wären wir da. Unser Endbahnhof. Ich hoffe, euch hat diese kleine chaotische Fahrt gefallen. Also ich hatte meinen Spaß gehabt. Ciao Express. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Mal schauen, auf welcher Strecke das dann sein wird. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet doch Mitglied vom Lion Squad. Das seht ihr die ganzen Videos weit im Vorhinein, bevor es für alle auf YouTube rauskommt. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.